Ja, meine Damen und Herren, der ersteintreffende Löschfahrzeug der Gruppenführer beginnt nun mit einer Sichtung, einer Kontrolle, sogenannten Führungsvorgang, und kontrolliert zunächst das Fahrzeug und gibt dann anschließend seinen Einsatzbefehl. Die nachrückenden Kräfte unterstehen zunächst erstmal diesen Gruppenführer. Er teilt also jetzt alle nachrückenden Kräfte ein. Zunächst wird geprüft, ob das Fahrzeug zugänglich ist, ob man Türen öffnen kann. In diesem Fall sind die Türen alle verschlossen, müssten mit Gewalt geöffnet werden. Die Person in dem Fahrzeug ist eingeklemmt und muss aus dem Fahrzeug gerettet werden. Ja, der Kamerad vom THW kümmert sich schon mal um den Verletzten. Sie können sich sicherlich vorstellen, der Verletzte da drin ist, hat große Angst. Möglicherweise ist er noch ansprechbar. Nun übernimmt das ein Feuerwehrkamerad und betreut so lange, bis dann die Fachleute vor Ort sind, sprich Rettungsdienst, und weiterführende Maßnahmen durchführen können. Wir wissen, in der ersten Hilfe haben Sie das gelernt: ansprechen, betreuen, bei den Verletzten bleiben, beruhigend einwirken. Thank you.